Nein, Maya. Ja, also, geht doch. Ja, wir studieren das langsam allmählich wieder ein, wie das so funktionieren sollte. Ja, wir gehen bloß mal hier entlang, weil hier gibt es noch Dialog für uns am Eingang von Sins Festung. Die meisten von euch kennen ihn ja. Da steht er. Ne, er sitzt da. Da sitzt er doch. Der gute Siegmeier. Dialogstark wie immer. Oh, forgive me. I was absorbed in thought. I am Siegmeier of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall. Or a gate, I should say. The thing just won't budge. No matter how long I wait. And oh, have I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Na, immerhin nimm das mit Humor. Noch. Closed. Still closed. Ja. Still closed. Still. Mit Sahne. Kleine Sinnesreferenz um die Ecke gebogen. Nichts weiter. Nicht denken hier, ich spinne mehr als sonst. Nee. Also normal noch. Oder ja. Gucken wir mal, was kommt denn da auf uns zu? Ja, hallo. Hallo, 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 hallo. Nein. Schaden ist ja nicht so geil. Aber agil wie eine Katze ist die Maya. Ich werde das bereuen, es gesagt zu haben. Na? Aua. Na, das war jetzt aber wirklich unnötig. Na, geh doch. Geh doch kacken. Wo ist meine Belohnung? Danke. Ja, einfach so mal im Vorbeigehen in die Damit-Dämon gemacht. Keine große Sache. Wirklich nicht. Einfach ruhig bleiben dabei und dann funktioniert es schon. Wo ist mein Baum? Da ist mein guter Baum. Der Baum hält aber viel aus, das gefällt mir gar nicht. Ich bin kein Fan von Bäumen, die viel aushalten. Ich bin eher so der Fan von so Sträuchern, die man einfach kaputt machen kann. Gegengift wäre übrigens ein sehr geiler Drop. Danke. Danke. Immer wieder Dank. Müsste hier nicht irgendwo. Ah, da oben ist er. Hi, Schmetterling. Nicht weitergehen. Nicht den Stein überschreiten, weil sonst triggert man noch einen zweiten Baum und das wäre nicht so schön. Aber, da ich ja weiß, wo der ist, nämlich hier, können wir den selbst mal triggern. Und gleich mal den First Hit landen und somit ist er gar nicht mehr so tragisch. Gibt uns sogar noch ein Gegengift. Sehr schön. Dann nehmen wir uns hier unseren Gegenstand noch mit. Eine Seele. Eine Seele. Eine wunderschöne Seele. Und unser Supreme Leuchtfeuer. Supreme. Das zünden wir mal an.
aufsteigen. Ein ganzes Level. Wow, Spiel. Jetzt wirst du aber gönnend hier. So. Nur so aus Neugier. Was kann denn mein Claymore überhaupt leisten? Also, ne, weil wenn ich das schon hab, interessiert es mich auch, was es für Schaden macht. Vielleicht ist der rein physische Schaden dennoch besser wie die Kombi aus Magieschaden und physischen Schaden. Hi Baum. Ja, doch. Ja, doch, doch, doch. Also, ne? Also, ja, doch, schon, ne? Gell? Ja, sag ich doch. Die Maya wird sogar fast noch agil, wenn sie Feldwindbatzen. Batzen. Kaugummi? Nicht zu beleidigen werden. Die Frau hat auch Gefühle. Irgendwo. Habe ich gehört. Also. Nee. Maya beleidigen geht ja mal gar nicht. Macht man nicht. Finsterwurzbecken. Yay. Bleibst du da? Bleibst du da? Bleibst du da? Du bleibst verflucht nochmal da. Gib mir das. Ja, danke. Langeweile. Viele Laufwege. Langeweile. Bogen, Federpfeile und die Jägerklamotte. Und jetzt kommt ein schwarzer Ritter, der uns vielleicht sogar seine helle Bade droppt, habe ich gehört. Er soll das ja können. Aua, aber er ist ein Depp. Warum habe ich auf einmal... Oh, ist mir egal. Soll es mir recht sein. Hi, du. Aua, aua. Hey, also, ne? Warum immer so ungemütlich? Regenerier, regenerier, regenerier. Ja, 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 ja. Oh, oh, das ist schlecht. Wobei, ich bekomme doch den Drop dennoch, oder? Ja. Zwar keine helle Bade, soll mir recht sein. Ich hätte sie vermutlich eh nicht genutzt. Aber mir ist eben ein Schild hier wichtiger. Der gute Graswappenschild mit erhöhter Ausdauerregeneration. Ein Traum von einem Schild. Nur noch heute. In begrenzter Stückzahl. 15 Stück habe ich gehört. Sind gerade nur noch vorrätig. Rufen jetzt an. Unter der 0190. Zweimal die 7 und 28 mal die 3. Ja. Sehen Sie sich diesen Schild an. Sieht sie nicht traumhaft an der guten Maya hier aus? Dieser Schild. Ja. Genug gesabbelt. Hallo, ihr Golems. Golemsis. Golmi? Was ist denn die Mehrzahl von Golem? Golemsen? Hallo, Camper Havel, hallo. Jetzt mach doch das nicht. Hat denn die gute Maya getan? Spam, spam, spam. Bam, den Backstab. Was? Und nun habe alle Pfeife.
Verdammt! Ich mag diesen Durchbruch, um ehrlich zu sein, nicht. Vor allem, es ging jetzt so schnell. Warum? Und warum ist die Maya jetzt wieder in der Hülle? Und... Ach. Nein, ich will so nicht ausschauen. Ich will gut ausschauen. Fluch der Havel. Das sieht so gut aus und dann kommt sowas Lächerliches. Jeden Angriff kannst blocken und auf einmal bam. Nein, nicht mehr. Ach, nerv mich nicht. Hab schon wieder eine schlechte Laune jetzt. Hau ab. Was? Abhauen, habe ich gesagt. Ah, jetzt sind die auch noch pumpig. Jetzt droppen die nichts mehr. Habe ich eure Hoheiten erzürnt? Naja. Oh, Entschuldigung. Aufgestoßen. Wie schön brav er sich aber an dem Weg hält. Oh, tollen blutroten Moosklumpen. Mir wäre dieses andere, dieses nicht so rote lieber, dieses, das so, weiß schon, also ich möchte jetzt nicht sagen lila, ne, aber es ist halt lila. Das wäre mir lieber. Aber nein. Wenn der Weg hierher nicht einfach nur mehr so scheiße wäre. Und ich habe ein mieses Gefühl. Ich habe wirklich ein mieses Gefühl bei der Sache gerade eben. Ein richtig mieses Gefühl. Wir gehen da jetzt hin, wir bekommen ihn wieder so weit down und dann macht er wieder so einen lächerlichen Angriff oder wir kommen gar nicht so weit. Er könnte mich jetzt auch einfach mal one-hitten, wenn wir reingehen. Das wäre doch mal was, oder? Hallo? Fandest du es gerade lustig, oder was? Guck mal, ich finde das lustig. Nein, das machen wir nicht. Na komm. Komm her. Doch nicht so. Du. Oh. Tot. Tot. Ja. Okay. Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wenn wir schon mal da sind. Hi, hi, hi. Hi, Hydra. Kommst du mal bitte? Oh, ich mach den sogar ganz gut Schaden. Hätte ich tendenziell jetzt nicht erwartet. Wenn mir die Hydra heute auch einigermaßen wohlgesonnen ist. Aber was ja manchmal ist. Nicht immer, aber manchmal, ne, wisst ihr so, da hat sie so die Hydra-freundlichen Tage. Aua. Aua. Schenk es dir. Schnell noch in die Beuge. Schnell noch in die Beuge. Gerade noch die Animation so hinbekommen. Hör auf, Führer. Das ist scheiße.
Das funktioniert bei mir nicht. Au, okay, ist ja gut. Es könnte unter Umständen ja doch ab und zu mal funktionieren. Oh, hi. Hi. Hi, Hydra. Hydra. Hydra, du siehst doch, ich bin hier gerade. Aua. Danke, Hydra. Das nehme ich natürlich mit. Einer ist weg. Na, wie findest du das jetzt? Sie mag das anscheinend gar nicht. Kannst du es mal lassen? Das nervt. Leben hatten die noch viel zu viel. Und da ich diesen dummen Rostring natürlich nicht habe. Komm, mach das nochmal. Bisher sieht es echt gut aus. War das jetzt ein doppelter? Oh, ne. Hör auf damit. Komm her. Bisschen her schwimmen. Sei eine brave Hydra. Ich frage mich ja ernsthaft, wie ich den Kopf da bekommen soll. Nein. Okay, dann müssen wir da halt ein bisschen tricksen. Ah ja, du mich auch. Entschuldigt, wenn sie es jetzt ein bisschen ziehen sollte, aber ich würde die nie bekommen da im Wasser. Oh oh. Ich meine, schau mal, wo die einschlägt. Die erwische ich nicht. Seine liebe Hydra. Jawohl. Weiter werde ich hier jetzt allerdings noch nicht machen, weil das ist mir einfach zu anstrengend, solange ich nicht den passenden Ring habe, dass ich da durch das Wasser flitzen kann. Das ist mir einfach zu... Ja, nein. Aber wir schenken uns jetzt den ganzen Weg zurück, nutzen den Heimwehrknochen, sind wir gleich wieder oben am Leuchtfeuer. Den Schmetterling boxen wir jetzt noch gleich um. Dann haben wir heute eine ultra produktive Folge gehabt. Ultra produktiv. Also, ja, doch. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Ja, 5 dürfen reichen. Ach, doch, 5. 5 brauche ich nur, das reicht. Ach,
Da kann ich eine ganze Siedlung mit versorgen, mit den Estus, was ich dabei habe. Hey, du sollst tot sein. So. Da, 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 da. Ja, wunderbar. Das gute alte Finsterwurzbecken. Na komm, komm, komm. Ja! Ja! Das ist jetzt allerdings nicht schön. Anscheinend ist der Steinritter ein riesengroßer Depp. Oh oh, ich hab doch gar nichts gesagt. Das war ich nicht. Das war dieser andere Typ. Ja, der hat gesagt, du stinkst nach Scheiße. Hab's genau gehört. Oh, lila. Rode. Oh, hängt er fest? Aua. Au. Das doch nicht dauernd Spiel. Warum erschreckst du mich immer so? Habe ich ja was getan? Ich mochte auch den Wald hier. Das ist ein richtiger Wald. Das hier ist ein Wald. Das in Dark Souls 3 bei vor den Pharons-Wolf-Dingens-Typen, das ist kein Wald. Das hier war übrigens eine Falle. Oh, hat was gedroppt? Nein. Die können nämlich hier was droppen, diese Schlangen. Das ist ganz nett. Machen sie nicht oft, aber kann passieren. Ich muss mich sputen. Und flatsch. Droppst du was? Nein. Was? Du! Du! Kann ja nicht angehen. Wo kommen wir denn da hin? Nein, das machst du nicht. Schleife dich zur Strafe erstmal ein paar Meter mit über den Boden. Die Beatrice nehmen wir uns mit. Weil dann schalten wir uns die für nachher auch noch frei. Kommst du, Bea? Oh nein, 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 auch egal. Da kommen sie. Ein Hoch auf Bea. Ja. Willst du denn? Spinnst du? Nein, das ist die Maya, die spinnt nicht. Naja, manchmal schon, aber das ist doch normal bei dir. Komm, der Schmetterling. Der Schmetterling.
sehen, wer wir die Scheiße rausprügeln. Tu, was Bea. Tu, was Bea so macht. Ja! Fast. Ich bin leider Gottes gerade etwas useless, aber das ändert sich gleich. Was, die Bea da alleine? Ey, die ist ein Tier. Oh, und noch einen Overkill hinterhergesendet. Danke, Bea. Kannst wieder runtergehen. Jo, schnell, schnell, schnell. Dab, 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 dab. Ja, ja. Entspannungsurlaub mit Dark Souls. Ob ich angestrengt bin? Nein. Warum? Weil ich gerade nichts machen musste und selbst wenn, dann eigentlich auch nicht wirklich. So, Wachturmschlüssel, göttliche Glut, Heimkehrknochen und dann, ja. Warum das Andres Leichen eigentlich sind oder warum das Andresen Andres darstellen soll, keine Ahnung. Wurde nie beleuchtet, ist einfach so. Vermutlich waren sie zu voll, ein neues Charaktermodell zu machen und hatten nicht erwartet, dass jemals von Dark Souls eine Fortsetzung kommt. Um blöde Fragen zu vermeiden. Ja. Und dann kamen Fortsetzungen und dann hat man den Salat. Warum gab es so viele Andres? Ja, weil FromSoft. Ja, also wir machen keinen Dark Souls mehr. Das ist doch keine Antwort. Nee, aber, also nee, jetzt wollen wir schon gleich dreimal nicht mehr. Ich glaube, so könnte ich mir das vorstellen, dass es ablief. So, dann hauen wir mal hier diesen komischen Baum um, der keine ist. Joe, der Mimik-Baumschläger. Ja, hier gab es tatsächlich noch mehrere Arten Mimik. Das ist auch eine Mimik. Zwar keine, die so böse schlimm ist wie andere bekannte Mimik, aber ist auch eine Mimik. Mimik bleibt Mimik. Ja. Hi, Frosch. Bye, Frosch. Und eine grüne Blüte. Was macht der Frosch hier oben? Komm, geh mal aus dem Weg hier, Baum. Ah. Zack, zack. Sehr schön. Dann hier entlang. Einmal. Zweimal. Seele eines Kriegers. Aua. Das mag ich nicht. Grüne Blüte mal zwei. Bei Frosch. Bei Frosch. War's das? Ich finde es ja auch cool, dass sie wirklich aus dem Tümpel ankommen. Und das ist irgendwie eklig. Boah. Gestunt und komm, Finisher! Ja! Die droppen mir aber auch schon mal nichts, ne? Das ist schon eine Frechheit. Ich finde den Tümpel cool. Der ist so unscheinbar, aber ich finde ihn toll. Ah, da ging es rein, genau. Da war ja was. Da müssen wir uns jetzt sputen. Ein bisschen flitzen hier, weil ich habe nicht mehr ewig Zeit für die Aufnahme. Ja. Hier einmal, zweimal. Sei nett, der Ritter. Komm, sei nett und stirb. Droppt nicht mal was, der Sack. Und somit, meine lieben Freunde, haben wir
den Finsterwurzgarten inklusive den Anfang des Finsterwurzbeckens abgeschlossen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Also dann bis zum nächsten Mal bei einer weiteren Folge Dark Souls 1. Ach, Maya, auf die ist halt immer noch Verlass.